Also, fangen wir doch einfach mal an. Was ist denn Salt Spot? Es ist ja jetzt, sage ich mal, von der Marketing-Power her jetzt nicht so, als würden wir es lesen wie irgendwelche anderen Frontend-Tools jeden Tag rauf und runter und sie sind immer präsent, sondern Salt Spot ist ja Nischenplayer. Ja, und zwar Nischenplayer, eigentlich kommt ThoughtSpot von den ganz großen Firmen her. Ja? Also wir reden hier von Walmart oder auch von Daimler oder hier in Deutschland Payback, die das einsetzen. Und geht eigentlich und dreht das ganze Thema einmal um. Also ich habe jetzt nicht mehr das Dashboard im Fokus, sondern ich konzentriere mich auf das, was der Nutzer eigentlich braucht. Ja? Der Nutzer hat eine Frage. So, und damit ist er irgendwie konfrontiert und jetzt muss er es in ein Dashboarding-Tool. Wenn Salesforce BI, also er weiß alles, er ist geschult, dass er wirklich mit Daten umgehen kann. Da muss er sich jetzt erstmal Gedanken machen, okay, wie klicke ich jetzt was? Dann gibt es dann Unterschiede. Klicke ich erst die Visualisierung und dann Dimensionen und Kennzahlen oder erst umgekehrt oder sowas. Und ThoughtSpot geht den anderen Weg. ThoughtSpot sagt, wie konsumieren wir Wissen, wenn wir das nicht im Geschäftsumfeld sind? Wenn wir irgendeine Frage haben, genau, wir googeln, wir suchen, wir nehmen eine Suchmaschine, dort schreiben wir unsere Frage rein und bekommen unsere Antwort. Und genau das setzt ThoughtSpot um. ThoughtSpot bietet dir eine Möglichkeit, dass du sehr große Datenmengen komplett durchsuchen kannst und auch wirklich auf sehr granularer Ebene deine Fragen beantwortet bekommst und dann halt mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Und dann einfach diesen Zyklus immer wieder durchführen kannst, also immer wieder weitergehst. Also das ist, wir kennen es ja, wir haben, ne, also die Wikipedia-Falle nenne ich es. Du gehst bei Wikipedia auf einen Artikel und dann hast du fünf Sachen, die du danach weiterschauen willst, so klickst du dich weiter und weiter und weiter und auf einmal bist du 3 Stunden zugange und hast du super viel gelernt. Und genau das unterstützt ThoughtSpot. Also die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, eine Antwort zu bekommen und dann die nachfolgende Frage direkt weiter zu bearbeiten. Also wir müssen uns vorstellen, der Werbespruch könnte sein, Google für Business-User am Ende des Genau. Tages. Aber bei Google, also nehme ich jetzt mal dieses Beispiel, da kriege ich dann ja, sage ich mal, 10 Seiten angezeigt und je nachdem, wie gut meine Suchfrage dann dementsprechend ist, kriege ich auch das gewünschte Ergebnis, ne? Und Google rankt ja auch nach Wahrscheinlichkeiten. So, kann das denn ThoughtSpot auch oder sagt ThoughtSpot eher solche Sachen, also bei Power BI kann ich jetzt auch sagen, Umsatz China, sogar per Sprache. Und der sagt mir Umsatz China in meinem Dashboard, zeigt er mir sogar visuell noch an. Was kann ThoughtSpot jetzt mehr? ThoughtSpot geht ja auch weiter. Also wir haben dieses Ranking auf jeden Fall, weil wir sagen, es ist Search AI. Also das heißt wirklich, die künstliche Intelligenz unterstützt an der Stelle die Suche. Also wenn ich was eingebe, dann bekomme ich nicht nur die Vorschläge, was machen andere, was haben andere geguckt, sondern ich sehe es in der ganzen Zeit, was auch meine Kollegen machen, was ist gerade trendig. Ja? Also gucke ich mir irgendwie sowas an wie Netflix oder so, dann sehe ich ja auch aktuell, ne, in den Top 10 in Deutschland sind die Filme oder die Serien. So, das zeigt halt ThoughtSpot mir auch. Gleichzeitig geht ThoughtSpot hin. Wenn ich eine Antwort habe, wenn ich eine Visualisierung habe, kann ich sagen, pass auf, bitte analysiert es doch mal für mich. Ich drücke auf, das nennt sich Spot IQ, und dann geht das System hin und drillt in alle Richtungen, die ich ihm mitgebe und versucht herauszufinden, wo habe ich denn zum Beispiel Ausreißer, wo habe ich denn Korrelationen, wo habe ich denn Zusammenhänge in deinen Daten? Und jetzt kann ich mir das anschauen und kann das Feedback zurückgeben zum System. Pass auf, das ist eine richtige Kausalität, das möchte ich bitte weiter angezeigt bekommen. Oder ja, das ist eine Korrelation, die jetzt aber systembedingt ist und die möchte ich bitte weniger angezeigt bekommen. Ich kann also wirklich Feedback geben, Daumen rauf, Daumen runter, wir kennen es von Social Media. Und damit das System weiter trainieren. Und so lernt das System meine Daten kennen, lernt das System meine Firma kennen und wir bekommen bessere Ergebnisse. Also ganz klar dann auch dieser Ansatz Mensch-Maschine in der Kombination. Also jetzt nicht nur, ich setze nur auf die Maschine oder nur auf den Menschen, sondern da genau die Kombination. Unbedingt. Und die ganze Zeit hat die Überlegung, also die ganze Zeit die Überlegung hat, dass ich wirklich zusammenarbeite, dass ich wirklich mit anderen, mit meinen Kollegen zusammen in den Austausch komme, dass ich denen die Sachen zeigen kann, einfach teilen kann, dass ich auch eben nicht alleine gelassen werde. Also wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier die Visualisierung, ich weiß jetzt gerade nicht, ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen, ist das eigentlich richtig, ist es nicht richtig, habe ich mich irgendwo verklickt,
ich kann es ja direkt einem Experten schicken, ja, der mir dann direkt mich unterstützt bei meiner Frage. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo Peter drauf abzielt, ne? Wenn ich den Algorithmus nicht beurteilen kann, kann ich die Prognose nicht einschätzen, Fragezeichen. Da hat AI nur begrenzten Nutzen. Wie löst ihr das, ne? Also das hast du jetzt schon ein bisschen auch auf Expertentum, Algorithmus, Data Literacy, nach dem Motto, wir müssen die Leute dann halt dementsprechend auch trainieren. Das siehst du halt mit. Es muss parallel gehen, ne? Technik einführen, absolut, und Leute trainieren, ne? Absolut. Wie funktioniert sowas und wie praktikabel, wie sehr kann ich darauf vertrauen, was da rauskommt, ne? Genau, also was, was Peter spielt ja auf das Tool eben auf Data Robot an, bevor wir ja am Anfang gesprochen, genau, haben. Hier sehen wir, können wir ganz klar die komplette Transparenz darstellen. Das ist für mich halt der Weg, also neben diesen ganzen Sachen, ich habe ordentliche Daten und ich habe gut ausgebildete Mitarbeiter, ist Transparenz der Schlüssel zu guten Ergebnissen und dass es genutzt wird. Und das ist halt, das zeigen beide Tools. Heute, wie gesagt, zeigen wir das in Talkspot. Ein anderes Mal gerne auch bei Data Robot, dass ich wirklich komplett transparent mir anschauen kann, was passiert denn da, was macht der Algorithmus, was findet der raus und auch, wenn wir jetzt wirklich in den Data Science Bereich gehen, welchen Feature Impact habe ich Data Leakage und so weiter und so weiter. Also das kann ich alles komplett bei Data Robot sehen und ich habe auch da den Expertenmodus. Das ist halt für uns immer ganz wichtig, dass wir halt an der Stelle alle abholen können, also der wirklich der Hardcore Data Scientist, der Coder, kann bei Data Robot auch sich komplett austoben und alle Parameter einstellen, alles nachgucken, was er möchte und bekommt eben genau alles zurückgespielt.